Ja, mein Name ist Captain Jeff Rocks und gleich zu Beginn, ich möchte es einmal nur bemerkt haben, ich bin der weltweit berühmteste unbekannte Rockstar, der bei mir zu Hause wohnt. Aber als Rockstar hat man eben sehr viel Kontakt zum weiblichen Geschlecht, sehr viele Groupies, man kennt sich irgendwann aus, wie kriegt man Frauen rum. Das heißt, ihr merkt schon, es geht jetzt ein bisschen um Lifestyle, nachdem es eben um den Death-Style ging sozusagen. Da müsste ich nur eine kleine Frage noch anmerken. Und zwar, wenn ich bei euch bestelle und der Sarg herabgelassen wird, darf ich mir da auch die Melodie raussuchen? Weil ich hätte gerne die Tetris-Melodie beim Sarg ablassen. Das wäre fantastisch. Da reden wir nachher nochmal drüber. Okay, ich habe technisch nichts vorbereitet. Eine derartige Schwanzverlängerung brauche ich nicht. Wir fangen jetzt einfach einmal an. Wie kriege ich Frauen ins Bett? Zuerst einmal, ganz wichtig, mein Leben muss geil sein. Ich muss der Frau ja was bieten können. Das heißt, wir beginnen erst einmal, was ist wichtig heutzutage? Was bringt Frauen ins Bett? Was macht dich für Frauen attraktiv? Ein geiler Job. Was haben wir denn hier so an Jobs zur Verfügung? Vielleicht mal ein paar Meldungen. Was habt ihr so an Jobs? Traut sich jemand? Alle arbeitslos. Student? Da kommt es wieder drauf an, was studiere ich? Studiere ich etwas mit Zukunft oder bin ich Wissenschaftler? Journalist. Wunderbar. Da kannst du nämlich die Frauen auch gut informieren, einerseits. Und du kannst auch tolle Interviews führen und weißt genau, wie kommst du an deine Informationen, worauf steht die Frau, wie kannst du sie für dich begeistern. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, ja. Natürlich Rockstar wie ich, gar keine Frage, sehr einfach. Damals im Jahr 1715 war ich Pirat, deshalb der Captain. Das hat auch damals funktioniert, heute ist das nicht mehr ganz so einfach. Also man muss immer ein bisschen up to date bleiben, was sind gerade angesagte Berufe, besonders in der Frauenwelt. Und wenn man dann einen geilen Job hat, dann kommt das Zweite, was wichtig ist, Selbstvertrauen. Egal, wie ihr aussieht. Wichtig ist, ihr findet euch geil. Denn dann könnt ihr auch den Frauen verkaufen, dass die euch geil finden. Das ist gar nicht so schwer, wie man glaubt. Jeden Morgen einfach vor den Spiegel stellen, gucken, wo sind meine Problemzonen. Zu viel Speck im Bauch. Fettabsaugung. Fertig. Gar kein Problem. Das sind alles keine Probleme, wisst ihr? Euch fehlt es an Muskeln? Fitnessstudio. Ganz simpel. Heutzutage gibt es doch genügend Programme dafür. So, und wenn ihr euch dann geil aufgepumpt habt, ihr seht geil aus, ihr fühlt euch geil, dann könnt ihr losgehen und Frauen aufreißen. Und da fangen die Probleme bei den meisten Männern an. Wie gehe ich jetzt an diese Frau ran? Was soll ich zu ihr sagen? Wie soll ich mich geben? Viele Männer denken, wie uns die Filmindustrie schon lange vorlügt, der nette Kerl kriegt das Mädchen am Ende, selbst wenn sie sich nur für Arschlöcher interessiert. Quatsch! Frauen wollen Arschlöcher! Glaubt's oder nicht? Ist so. Ihr müsst kackdreist sein, wenn ihr Frauen anmachen wollt, ja? Geht einfach hin und sucht euch die Klassiker unter den Sprüchen aus. Geht hin, Finger feucht machen, an der Kleidung berühren. Jetzt aber raus aus den nassen Klamotten. Diese Sprüche funktionieren. Ihr müsst sie nur richtig bringen. Es geht nur ums Selbstvertrauen. Der Frau wird dann ganz schnell klar. Ah, dem ist scheißegal, was der sagt. Der weiß, der kriegt mich rum. Und dann ist das gar kein Problem. Ihr könnt natürlich auch den Staatsmann raushängen lassen. Gnädige Frau, ich fürchte, es gibt Krieg. Mein Säbel juckt. Ganz simpel. Immer dreist sein. Und wenn ihr es ganz direkt wollt, richtig direkt, dann zeigt ihr den Liebesruf der Riesenmuschel. Willst du ficken, ey? Wichtig, ganz, ganz wichtig ist nur, dass ihr, wenn ihr euch solche Sprüche draufgeladen habt, ihr dürft die nicht miteinander vermischen. Nicht, dass ihr nachher in der Disco steht und sagt, was ist los? Gibt Krieg. Kapiert doch keine Frau, ja? Also immer mit dem Verstand arbeiten. So. Ganz wichtig,
Ob ihr eine Frau ansprechen dürft oder nicht, das seht ihr an der Körpersprache. Frauen haben teilweise eine sehr direkte Körpersprache, wenn sie mit euch flirten. Und manche Frauen sind ein bisschen schüchtern. Das heißt, ihr müsst auf Signale achten. Als Beispiel, wenn die Füße in eure Richtung zeigen, ist das ein gutes Zeichen. Wenn ihre Beine nicht überschlagen sind, sondern etwas geöffnet, ist das ein gutes Zeichen. Wenn ihre Arme verschränkt sind, aber sie euch anguckt, ist das ein gutes Zeichen, denn sie will nicht gestört werden, während sie ihren Blick an euch haften lässt. Wenn also eine Frau so dasteht und euch anguckt, dann sprecht sie an, sofort. Sie will euch, ja? Ganz klare Sache. Also immer auf die Zeichen achten. Je breiter sie lächelt, desto tiefer kommt euer Schwanz nachher beim Blowjob, aber das ist wieder was anderes. Okay, ganz wichtig, wenn ihr mal mit ein paar Frauen geschlafen habt oder auch noch mit keiner Frau, es gibt eine Falle, auf die ihr aufpassen müsst. Heutzutage kennen das sehr viele Leute. Es wird oft darüber geredet und viele denken, da kommt man nicht mehr raus. Und das ist das Thema Friendzone. Wie passiert es mir, dass ich in der Friendzone lande? Indem ihr Weicheier seid. Ich muss es so sagen, ihr seid Weicheier, wenn ihr in der Friendzone landet. Aber das heißt noch nicht, dass es zu spät ist. Die Frau eures Verlangens will euch nicht. Sie sagt, hey, lass uns Freunde bleiben. Jeglicher Stolz ist erstmal tot. Klar. Aber ihr könnt das Blatt wenden. Ganz einfaches Beispiel. Sie sagt, ihr sollt Freunde bleiben. Du sagst, alles klar, kein Problem. Kumpel, was meinst du, wie kriege ich die Frau darum? Wenn sie euch Tipps gibt, einwandfrei, dann geht ihr zu der Frau, macht sie klar, nehmt sie mit zu ihr. Schlaft mit ihr vor ihren Augen. Denn warum seid ihr in der Friendzone? Weil sie euch nicht als sexuelles Wesen sehen kann. Wenn ihr aber Sex vor ihren Augen habt, kein Problem. Dann seht sie, hey, das habt ihr drauf im Bett. Und dann dauert es auch nicht lang, bis ihr aus der Friendzone rauskommt. Vielen Dank.